Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Divinity Let's Plays mit Annika. Hi. Und mir, dem Flo. So, wie ihr seht, wir haben die Charaktere gewechselt, sind aber quasi noch an der gleichen Stelle in Saisil. Hier haben wir eben das brennende Schiff gelöscht und machen uns jetzt auf, in der Stadt weitere Sachen zu erkunden, gucken, ob wir den Bewohnern helfen können. Und natürlich müssen wir unsere Anstrengungen im Mordfall Ratsherr Jake weiter vorantreiben. So, wer ist denn da? Ja, ich verlauf mich. Wo ist denn? Genau, wir wollten doch hier vorne rein, marschieren. Zum Schiff. Achso, da rein, ja. Ich lauf dir hinterher, du bist der Boss. Ich lauf dir hinterher. Achso, das ist schlecht. mein Orientierungssinn ist offenbar nicht so gut. Okay, so, was haben wir hier? Die Hafenregistratur quasi. Das Hafenwarenhaus. Ein Wasserfass. Mal gucken, was hier drin so zu finden gibt. Ihr seht jetzt schon, mein Symbol hier, was ich über die Kisten und die Fässer und so weiter halte, färbt sich jetzt rot. Das heißt, wenn ich hier was klaue, sind die Besitzer der jeweiligen Ware ziemlich böse auf mich. Und ich glaube, sie würden es nicht bei einer lautstarken Ermahnung belassen, denn die bewaffneten Wachen hier drin, naja. Probieren wir es mal lieber nicht aus, man will ja keinen Ärger. So, oh, ein Ork. Ein weiblicher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist, mittelmäßig hübsch, würde ich mal sagen. Aber was macht ein Ork hier drin? Also ich finde sie herzallerliebst. Und sie schnurrt auch wie ein Kätzchen. So, wir reden gerade mit Marius und der versucht seinen Kumpel von der Legionärswache zu überzeugen, dass Orks ja wilde Jäger sind und keine Haustiere. Ich habe immer nicht ganz verstanden, was da los ist. Und ja, der sagt, nein, die Orks können zwar böse sein, aber dieser hier nicht. Ja, sie ist total dozil, also domestiziert, wenn man so möchte, nett und so weiter. Und der Freund voller Vorurteile möchte die arme Ork-Frau hier töten. Ist eigentlich so auch das, was ich machen würde, oder? Nein. So, sind rausgelaufen und haben an der Küste diese lovely orkish lady gefunden. Ah ja, und für den Bruchteil einer Sekunde haben sich ihre Blicke gefangen und gefangen. Und dann war es wohl geschehen. Das ist eher was für dich mit der romantischen Ader. Ja. Und jetzt hat er Schmetterlinge im Bauch. Ich pack's nicht mit dem Ork. Naja. Bei der wahren Liebe ist das Äußere egal. Ja, das ist natürlich richtig. Da kann man nicht widersprechen. So, was machen wir? Eine Liebesportion. Portion sag ich schon. Eine Liebespotion war da auch schon im Spiel. Eine du Portion solltest das Spiel nicht übersetzen. Ja, sagen wir den Jungs doch mal, was wir für eine Nummer halten, oder? So. Es gibt also wieder eine Diskussion zwischen dir und mir. Diesmal mit Roderick, bin ich ja jetzt, der männliche Charakter hier. Tot. Nein. Nein, wir lassen den Ork leben? Ja. Ich weiß nicht, also. Ja, schön, wie man auch das Verhältnis der beiden Helden untereinander so gestalten kann, ja. Wenn du das Einzige bist, was zwischen mir und der Eliminierung dieser Bedrohung steht, dann wirst du da nicht mehr lange stehen. Das ist jetzt die einschüchternde Art und Weise. Ja. Ja, oder ich kann natürlich jetzt mit dir auch darüber flirten, dass ich vielleicht auch so eine Liebesportion für uns beide ranschaffe. Naja. Du glaubst, das zieht bei mir, ja? Wer weiß, mit einem Liebestrank geht doch alles. Also, nee, die hauen wir um. Stehen wir nicht im Weg rum, wir machen den Ort platt. Geht dir wohl gar nicht. Ich werde dich einschüchtern und wenn du dich mir entgegenstellst, dann, ja, dann musst du erst mich besiegen müssen. Zum brutalen Duell Stein-Papier-Schild. Ja, nicht, dass die USK das sieht, wie wir es hier mit Steinen und Papieren aufnehmen. Du bist schon ein bisschen besser in diesem Spiel als ich. Ja, jetzt Gleichstand, du bist ja. Schlägst dich besser als eben zumindest. Ja, ich versuche mich auf dich einzustellen. Ja, das wird schwer. Nein! Ist ja schon frech. Ein bisschen vielleicht. Oh nein! Oh, wir machen es aber spannend, ne? Ja, gleich schon wieder ausgeglichen. Und jetzt der entscheidende Moment. Ja, nee, es ist noch, eins ist noch, also wir können jetzt noch einmal unentschieden machen. Bin ich ja gespannt. Wenn man jetzt einen Bonus, es gibt ja auch Situationsboni auf die verschiedenen Möglichkeiten, mhm. Wenn man dann einen Bonus hat, dann kriegt man einen Punkt mehr zum Beispiel. Und hätte ich jetzt gewonnen. Tja,
Hast du. Ich habe gewonnen. Verdammt. Na gut, dann bleibt der komische Ork im Leben. Ja. Also, bei uns beiden lässt sich auf jeden Fall eine Tendenz der Charaktere entdecken. Ja. Pragmatisch brutal gegen romantisch vielfältig. Das ist ja, glaube ich, auch der Reiz, den eigentlich der Multiplayer-Modus für das Spiel dann bringt. Man weiß ja nie so genau, was der andere jetzt für eine Entscheidung trifft. Und es gibt ja schon einige Rollenspiele, wo man Entscheidungen trifft, aber die trifft man halt für sich allein in seinem Spiel. Und dass es sowas halt gemeinsam in einem Spiel gibt, kenne ich jetzt zumindest keins. Man kann sich ja auch austricksen, wenn man getrennt unterwegs ist und dann einfach sagen, hä, diese Entscheidung, die treffe ich jetzt alleine. Das geht auch. So, wo laufen wir jetzt hin? Ich würde sagen, dass wir nochmal zum Hafen gehen, weil wir haben doch vorhin auch mit den anderen Charakteren schon das Wasser gelöscht. Das Wasser mit dem Feuer gelöscht. Mhm. Beziehungsweise andersherum. Und da würde ich mich ganz gerne nochmal mit den Seeleuten unterhalten. Die da? Frag du mal die, ich frag die. How about the burning ship? Ah, ja. Ja, und hier haben wir tatsächlich Matrosen, die jetzt joblos sind, weil die Orks deren Handelsschiff kaputt gemacht haben. Ja, eindeutig. Und ich biete denen jetzt einfach mal an, dass wir den Job suchen. Ich kann auch mal schön sehen, was du da gerade sagst. Ich habe deinen Kopf immer eingeblendet. So, wir suchen jetzt also einen Job für dich. Wir sind jetzt quasi die Arbeitsagentur von Rivellon. Kriegen wir wenigstens eine Vermittlungsgebühr oder irgendwas? Oder sind wir das nur aus reinem Altruismus unterwegs? Also wenn es nach mir ginge, aus reinem Altruismus? Ach, stimmt, Mädchen, da geht's halt nichts. Du musst da gucken. Als Held muss man doch auch leben. Man muss die Schwerte schärfen lassen, die Rüstung reparieren etc. Heiltränke kaufen und so weiter. Ohne eine gescheite Belohnung wird das nichts. Freundlicher Hinweis, mit F5 kann ich quicksafen. Danke, liebes Spiel. Und das macht's auch manchmal automatisch. Was auch ganz gut ist. Ja, ich bin auch jemand, der sehr gerne zumindest in Rollenspielen und Strategiespielen etc. das Speichern vergisst. Beim Shooter mache ich es quasi um jede Ecke, Singleplayer-Shooter. So, oh, F5, ich habe einen getötet, F5, ich habe einen getötet, hurra. Aber bei solchen Spielen kann man schon mal 3-4 Stunden vor sich hin questen, dann hoch, tot, vorbei. Ja, und so. Dann kommt Freude auf. So, ein Wegweiser, wo geht's da hin? Kann man mal gucken. Aha, im Westen geht's zum Westtor. Na sowas. Und zum Center und den Baracken, der Kaserne. So, ein schöner, belegter Marktplatz. Huch, wer ist das? Robin. Ach. Also, du sprichst ja auch jeden an, oder? Der hat mich angesprochen. Ich habe jetzt quasi überrumpelt, wie er jetzt irgendwie dabei ist, einen Fisch zu klauen, was er irgendwie möchte, dass wir das in Ordnung fanden. Er hat schon einen geklaut. Borrowed, genau, hat ihn ausgeliehen. Naja. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Fangen wir mal, ob er öfter klaut. Das geht ja eigentlich nicht. Und ja, er hat einen Grund nie gemacht, sagt er, jetzt redet sich raus, bessere Zeiten und so weiter, aber er hat keine Wahl mehr, entweder steal or starve, also klauen oder verhungern, er wählt klauen. Wie sehen wir sowas denn? Ich meine, er hat gegen das Gesetz verstoßen, ne? Ich meine, der Händler muss ja auch essen, also, nee, der kriegt keinen Fisch, so sehe ich das. Ach, der Händler, der wird bestimmt diesen einen Fisch verschmerzen können. Um dann einen armen Mann gerettet zu haben. Ja, aber das ich finde, man sollte sozial sein, im Leben wie auch im Spiel. Das können wir auch dem Fischer die Entscheidung nicht, dem Händler die Entscheidung nicht abnehmen, ja. Der Fisch gehört nicht uns, also können wir auch nicht sagen, dass der den sich einfach so klauen darf. Nee, das geht nicht. Wir sind Source Hunter. Wir dürfen alles. Das war auch ganz schön arrogant. Mal gucken, wer da jetzt gewinnt. Also ich werde das jetzt mal, das kann man nämlich auch mit Lea skippen, das werde ich nämlich auch mal machen. Ja. Oh. Dann habe ich jetzt gar nichts gedrückt? Doch, habe ich. Ah, ich glaube, ich
Ich mach das doch lieber selber. Und wählt quasi der Rechner für dich aus? Ja, genau. Wenn man nicht jedes Mal überlegen möchte, ob man Steinschere, Papier nimmt. Ja, echt eine Schere. Ja, komm zurück. Ich will an den Strand. Kommt man, glaube ich, noch raus. Ah, ich kann mal direkt gucken, wo du bist. Immer wenn ich einen Doppelklick auf dein Porträt mache, kann ich zu dir hinspringen und dann meinen Charakter durch das halbe Level laufen lassen. Die Wegfindung ist natürlich schon praktisch. Ziemlich gut. Ja. Wo willst du denn zum Strand? Ich will zum Strand. Ja, den Kettenbikini ausfüllen oder was? Man muss ja zeigen, was man hat. Ja, den Kettenbikini zum Beispiel. So, wollen wir durchs Tor raus, oder? Ja. Das erzählt der letztens nicht, oder was? Nee, er will nicht. Frag doch mal nicht, sonst brechen wir das Tor aus. Was wagt der eigentlich, sich da hier in den Weg zu stellen? Er hat's eingesehen. So richtig so. Ein komischer Wachsoldat da. Also wirklich. Er hat halt nicht sofort erkannt, wer wir sind. Tja. Wir sollten so einen Herold anheuern. Guck mal, hier ganz viele tote Orks und hier eine kleine. Oh, die kann man looten. Ja, Beute! Ich habe einen Orkzahn gefunden. Ich auch. Oh, eine Kette. Sehr gut. Aber die müssen wir noch identifizieren. Ich glaube, die Charaktere haben noch kein Identifying Glass. Das braucht man nämlich noch zum Identifizieren. Und ein Talent in Talentpunkt in Lore Master. Ich meine, Water of Life Scroll gefunden. Und eine kleine Axt. Und auch so ein Amulett wie du eben. So, Blutspur, nie gut. Ha, mehr Beute. Also, wie es so aussieht, viele tote Orks, wenig tote Wachen. War ja relativ erfolgreich, die Verteidigung bisher. Ja. Tja, wenn nicht, dann wäre die Stadt auch eingenommen. Macht Sinn. Huch, stopp, halt. Ork voraus. Weint der? Er sieht traurig aus. Das ist ein Ork, natürlich sieht er traurig aus. Hat wahrscheinlich in den Spiegel geguckt. Ach komm, wir können mit dem Vieh reden. Was sagt er denn? Also so wie du deinen Charakter spielst, das passt schon, ne? Away with your weapons, da schluchzt er vor sich hin. Wir sollen den lieben Ork in Frieden trauern lassen. Da bin ich voll dafür. Genau, was machst du hier? Ich will nicht kämpfen. Oh nein. Er will nichts haben, er möchte nur die auf traditionelle Weise hier seine Brüder beerdigen und vor allem seinen leiblichen Bruder will auch den Oggi. Oggi der Ork, na ist klar. Klingt wie Morg vom Ork oder sowas, ne? Gab's nochmal diese Serie damals, ne? In den frühen 80ern, glaube ich. Ich erinnere mich dunkel, aber ja. So alt war ich da noch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn das von euch noch jemand kennen sollte. Läuft bestimmt heute irgendwo auf Tele 5 oder so noch. Ja, traditioneller Weg, was heißt das überhaupt? Okay, und er sagt, in seinem Dorf ist die Tradition, dass der Krieger in seiner besten Rüstung begraben wird. Und Rüstung? Was denn? Armor? Rüstung? Ja, Rüstung klingt gut. Ja, also dass er sich noch im Afterlife, also quasi im Leben nach dem Tode, selbst verteidigen darf. Naja. Ja, er hat ihn auch wohl so anscheinend schon vergraben, verrät er gerade. Ja, und da hat er eine wunderbare Rüstung drin. So, ich würde sagen, wir finden mal raus, wo das ist, ne? So. Es war klar, dass dich das interessiert. Ja, rein altruistisch natürlich, ne? Wir müssen mal gucken, wo die Rüstung ist und so. Nicht, dass da Grabräuber nachher irgendwas klauen oder so, ne? Ja? Ich bleib meiner Linie treu. Okay. Ja, genau. Ich habe jetzt nämlich mal den charming Spruch diesmal. Ja, komm schon. Ich glaube, du siehst fantastisch aus in der Ork-Rüstung. Das werde ich mir auch mal für abends in der Kneipe merken, den Flirtspruch. Ja. Der kommt bestimmt gut an. Genau. Ja, ich werde da mit Einschüchterung drauf reagieren. Ich lasse mich nicht so leicht um den Finger wickeln. Mhm. Einschüchterung direkt. Was ist denn los? Tja, also sollte jemand von euch diesen Spruch abends mal in einer Kneipe ausprobieren wollen, schreibt uns doch mal, was ihr da so rausbekommt, ob ihr die junge Dame dann für euch gewinnen könnt oder den jungen Herrn, oder ob das eher nach hinten losgeht und ihr auch eingeschüchtert werdet, im wahrsten Sinne des Wortes.
zack. Ja, irgendwie kommen wir hier nicht vorbei. Nimm doch mal was anderes als mich. Nein. Ja, mache ich gerne. langsam bekommen Sie Oberwasser. Ich merke schon. Ich habe mich auf dich eingestellt. Verdammt, ich bin so durchschaubar. Ich muss wieder der Taktik folgen, dass ich, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ja, nein! Funktioniert. Wenn du jetzt noch aufholst, ne? Ja, natürlich. Dann ist was los. Verdammt. Nein! So, wir können den armen Ork trauern lassen. Und du willst nicht die Rüstung rausholen? Ach ja, ja. Nein. Ach ja, ja, ja. Wie soll nur was aus uns werden? Ist halt das Gleichgewicht, ne? Ja, Gleichgewicht. Weißt du, wie gut ich im Gleichgewicht gewesen wäre mit einer vernünftigen Ork-Rüstung? Ich hätte bestimmt dick gemacht. Ach was. Das ist kein Problem. Noch ein stattlicher Krieger, die dürfen nochmal dick aussehen. Was sind da? Guck mal, Stardust. Herb. Kräuter mit Sternchen. Ich will. Meins. Bist du mit einer schwereren Rüstung? Wärst du noch langsamer gewesen und hättest gar keine Chance mehr gehabt. Fische. Lecker. Du warst ja auch ein bisschen martialisch schon fast. Nee, kann ich nicht, ne? Ich glaube, in einer früheren Version konnte man auch die Körper der Leute hier rumwerfen. Das haben sie jetzt aber rausgegeben. Patch zum Glück. Ist ja auch nicht ganz so eine feine Sache. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, olympisches Leichenwerfen der Herren. Gut. Ein Boot. Nix zu erforschen. Also gehen wir zurück in die Stadt, oder? Ja. Den wir jetzt ja nicht den Ork-Rüstung ausbuddeln. Gut, wir sollten uns auch mal langsam dieser ganzen Mordgeschichte widmen, oder? Ja, ich bin auch schon gespannt, wie das weitergeht mit Jake. Erstmal zurück in die Stadt und ich glaube, das Schicksal vom Ratsherr Jake werden wir dann in einer weiteren Folge aufklären. Und ja, schon mal danke erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!